Zum Weihnachtsgeschäft bringt Weltbild einen neuen Low-Cost-Reader auf den Markt. Den Weltbild-Reader alias Trackstore E-Book Player 3.0 gibt's für 59 Euro. Dafür bekommt man ein Gerät mit 7 Zoll Farb-LCD, ein USB-Ladekabel, einen Kopfhörer sowie Bedienungsanleitung, Quick-Start-Guide und ein How-To zum Herunterladen von E-Books. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der Weltbild-Reader deutlich schmaler und leichter geworden. Die Bedienungselemente sind jetzt rechts vom Display angeordnet. Der Einschaltknopf ist am unteren Rand, der Micro-USB-Port am oberen Rand und an der rechten Seite findet man einen Einschub für externe Speicherkarten. Wie bei den Trackstore-Geräten üblich ist das Gehäuse mit einer besonders griffigen Gummierung bedeckt. Nach dem Einschalten fährt das Gerät in wenigen Sekunden hoch und man landet in der E-Bibliothek bereits gefüllt mit 30 aktuellen Leseproben. Das zuletzt gelesene Buch wird mit Cover am oberen Seitenrand angezeigt. Das Farbdisplay macht bereits in der Übersicht eine ansprechende Gestaltung möglich. So richtig spielt es seine Stärken dann bei der Lektüre selbst aus. Die Farbfotos, wie hier in Alfons Schubecks kulinarischem Reiseführer, machen das Lesen zu einem wahren Augenschmaus. Das Umblättern ist auf dem LCD-Display deutlich schneller als bei einem normalen E-Ink-Reader. Allerdings sind die Umblättertasten des Weltbild-Readers etwas schwerfällig. Das Menü ist wie schon beim Vorgängermodell grafisch animiert, bietet aber nur sehr grundlegende Textfunktionen. Dazu gehört das Hinzufügen von Lesezeichen, die dann in der rechten oberen Ecke als virtuelles Eselsohr sichtbar sind. Schriftfonts lassen sich nicht auswählen, immerhin stehen 5 Zoom-Stufen zur Verfügung. Besonders gut eignet sich das Farb-LCD auch zur Lektüre von Comics. Vorinstalliert ist etwa die Graphic-Novel-Version von Stephen Niemeyers Vampir-Roman Twilight. Die eher mittelprächtige Auflösung von 800x480 Pixeln macht allerdings manchmal das Lesen der speziellen Sprechblasentypografie etwas schwierig. Da hilft dann nur noch die Zoom-Funktion. Videos kann man sich mit dem Weltbild-Reader übrigens nicht anschauen. Dafür gibt es einen Fotoviewer, hier zusammen mit dem G-Sensor zu sehen, der die Bildausrichtung je nach Lage ändert. Der Weltbild-Reader ist zudem ein vollwertiger MP3-Player. Die Musikdateien lassen sich auch während der Lektüre im Hintergrund abspielen. Wer möchte, kann übrigens die Farben des Displays verändern. Man kann also zum Beispiel weiß auf schwarz lesen. Die Display-Helligkeit lässt sich herunterregeln, das schont die Augen und auch den Akku, der dann bis zu 8 Stunden hält. Für 59 Euro bekommt man natürlich keinen WLAN-Reader. Die Lektüre muss via USB-Port übertragen werden, das geht ganz einfach per Drag-and-Drop. Ob sich der Preisbrecher wirklich lohnt, bleibt am Ende fraglich. Amazons Kindle 4 gibt es ja auch schon für 99 Euro, mit augenschonendem E-Ink-Display und deutlich längerer Akkulaufzeit.